Vor einer Woche erkannte US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Nun gab es den Konter. Ein Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation hat in Istanbul Ost-Jerusalem als, wie es hieß, besetzte Hauptstadt eines Palästinenserstaates anerkannt. Einberufen hatte das Treffen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Wir als islamische Staaten werden unsere Forderung nach einem souveränen und unabhängigen Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt niemals aufgeben. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas sagte, die USA seien nicht länger Vermittler in Nahost. Irans Präsident Hassan Rouhani nannte Trumps Schritt unverschämt. Und Jordaniens König Abdullah II. Erklärte, Jerusalem ist höchst heilig im Islam. Es ist in den Herzen aller Muslime und es ist in den Herzen aller Christen. Das Recht von Muslimen und Christen auf Jerusalem ist ewig. Muslims and Christians to Jerusalem is eternal. Erdogan nannte Israel erneut einen Terrorstaat. Außerdem forderte er die UN auf, sich künftig vollständig um die Lösung des Palästinenserkonflikts zu kümmern. In der Nähe des Veranstaltungsortes in Istanbul demonstrierten rund 50 Menschen gegen die Entscheidung Donald Trumps.